Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grim Legends The Forsaken Bride. Ja, in der letzten Folge haben wir Edward enttarnt vor der ganzen Dorfmenge und er hat sich dann in einen ganz bösen Geist verwandelt und Lily entführt. Die arme Lily, erst vom Bären entführt, dann von ihrem komischen Geist-Ehemann, Verlobten, wie auch immer. Wir werden jetzt aber, genau, dann haben wir noch herausgefunden, dass wir adoptiert wurden und dass hier wohl ein Talisman unten drin sein soll. Was? Wo ist denn da eine Aussparung? Wie soll ich sie denn öffnen? Ja, shit. Da können wir wohl nichts machen mit. Das war wohl die falsche Statue, oder wie? Aha. 1. August. Es gelingt mir nicht, die Engelsfigur, die Vater mir vor einer Woche schenkte, zu reparieren. Sie fiel auf den Boden und ein Flügel brach ab. Ich weiß nicht, ob ich es ihm sagen soll. Die Figur scheint eine besondere Bedeutung für ihn zu haben. 11. August. Ich war im Dorf und habe tatsächlich eine Figur gefunden, die meiner zum Verwechseln ähnlich sieht. Ich hoffe, dass Vater den Unterschied nicht bemerken wird. 12. August. Ich sollte die zersprungene Figur verstecken. Vielleicht kann ich sie in den Stollen vor dem Dorf werfen. Darin liegt so viel Gerümpel, dass die Figur nicht auffallen wird. Ach so. Da hat wohl Lilly die Figur zerstört aus Versehen. Sie ist runtergefallen. Sie hat eine neue gekauft, die gleich aussieht. Und die zerbrochene Figur ist im Stollen versteckt. Ich hoffe, dass ich hier finde, wonach ich suche. Ja. Dann haben wir jetzt einen Diamantohrring bekommen und diesen Anhänger. Dann schauen wir doch mal, ob wir hier mittlerweile was machen können. Ach, kann man nicht mit einem Diamanten? Ja, genau. Das war doch zwar mit... Doch, genau. Ich glaube, mit spitz geschliffenen Diamanten kann man Glas schneiden. Sind das nicht diese Glasschneider? So, jetzt haben wir hier... Den Griff könnte ich brauchen, aber ich muss zuerst den Nagel herausziehen. Aha, damit am besten. Jetzt haben wir einen Griff. Okay, aber dann muss zuerst der Kopf des Beiles heraus. Den holen wir am besten so raus. Es fehlt ein Stiel. Ja, den Stiel haben wir hier. Und dann Nagel und Hammer. Bam. So, perfekt. Jetzt haben wir ein Beil. Ah, das Beil bekommen wir um hier. Oh. Told you so. Bad old moon. An idol. I remember it. But I'm afraid I don't have it now. That nosy kid stole it. Also stole my beautiful wooden box a while back. He loiters around, rummaging through my dugout whenever I take my eyes off it. Last time... I almost caught the bird. He was so scared, he dropped the token that opens the box he stole from me. Ha! So now he's got the box, but he can't open it. You can take the token if you want. It's inside the dugout. Maybe this little thief will trade you for the idol. Okay, jetzt müssen wir also als allererstes mal hier mit dem Beil den Ast, den Stamm vor dem Stollen zerstören. Dann wimmeln wir und sehen, was wir rausbekommen. Ich habe schon so eine Ahnung, dass wir dieses Ding hier bekommen werden. Schauen wir aber erstmal nach den Sachen, die wir einfach so finden. Das Hufeisen zum Beispiel. Einen Holzschuh. Eine Waage. Eine Waage, da habe ich keine Ahnung, wo die sein soll. Finde ich gerade auf die Schnelle nicht. Besen. Hier. Stern. Ach, das soll ein Stern sein. Okay. Dann ein Buch. Ein Buch. Aha. Farm. Wo ist hier ein Faden? Ich finde gerade irgendwie überhaupt nichts hier. Ach, ein Buch hier. Oh, Drachentöter. Drei Affen. Hier ist einer.
Und die anderen habe ich nämlich auch gerade entdeckt. Hier eins, zwei, drei Affen hätten wir. So, dann schauen wir mal. Hier ist der Drache. Und ich glaube, das hier ist der Drachentöter. Dann ist hier ein Knochen, hier eine Pfeife und der Farn. Was zur Hölle meinen die mit... Ach, die Waage. Ja. Was meinen die mit Farn? Münze mit Prägung. Hier ist eine Münze. Wo kriegen wir die Prägung her? Hier wahrscheinlich. Dann mit dem Hammer draufklopfen. Und schon haben wir eine Münze mit Prägung. So, ist das hier Farn? Nö. Ich will doch einfach nur... Das hier ist auch kein Farn. Ach, ich nehme jetzt einen Tipp, das ist mir jetzt egal. Da! Oh mein Gott, das hätte ich nie gefunden. Ja, dann haben wir jetzt, wie gesagt, wie ich vermutet hatte, diesen Stern bekommen. Und der alte Mann ist weg. Wir brauchen den Anhänger. Okay, dann war doch hier diese Kiste. Genau. Was ist das denn hier? Nimm lose Teile aus einem Bildabschnitt und setze sie in die richtigen Aussparungen in den anderen Bildabschnitten ein, bis das Gemälde vollständig ist. Okay, jetzt bin ich gerade ein bisschen irritiert. Das hier sollen wir... Hier ist eine Bärenfalle, die können wir mal hier hinsetzen. Hier ist ein Kornsack. Da wird sie wohl... Das ist die Geschichte von ihr. Okay, jetzt wird alles klar. Sie wurde hier Sie ist Zeuge geworden, wie er gestorben ist. Oder sie hat zumindest hier gedacht, er wäre vom Bären getötet worden. Sie wird verjagt, das hatten wir schon gesehen. Sie ist die Kräuterfrau. Das heißt, das erklärt, warum sie beide diese Herzhälften hatten. Das erklärt so einiges. Hier ist der Mond, der muss hier hin. Hier ist das Windmühlenflügelding. In einem letzten Part habe ich Windflügelmügel aus Versehen gesagt. Das fand ich sehr lustig, als ich das gehört habe. So, gibt es hier noch... hier brauchen wir das Feuer. Das war hier, genau. So, dann fehlt jetzt noch hier die Forke und der Hut und der Traumfänger. Der Traumfänger ist hier. Der Hut. Hier ist ein Hut. Das erklärt, warum sie sich so aufopfernd um den Bären gekümmert hat. Ah, hier ist die Mistgabel. So. Verloren. Werde ich hier damit fertig werden? Schatz, sag Timmy, er soll nicht so nah bei dem Abfluss auf dem Marktplatz spielen. Es ist mir gleich, ob er dort ein Spielzeug verloren hat. Er könnte hineinstürzen und ertrinken, bevor jemand etwas bemerkt. Hab dich lieb. PS, ich hoffe, er stibitzt den Brief nicht. Das hat er nämlich schon einmal getan. Wenn er es doch tut, kann sich der Bengel auf etwas gefasst machen. Ja, der böse Junge. Der Knabe hat es faustdick hinter den Ohren. Aha, jetzt haben wir hier den Schlüssel zu diesem Gulli bekommen. Genau. Ja, Zeit ist noch genug. Dann gehen wir hier zum Gulli. Please forgive us. Ja, wir werden euch vergeben oder dir. Du bist ja sehr nett. Du hast unseren Vater gerettet. Oh Gott, schon wieder so ein Rätsel. Ja gut, das mache ich jetzt noch. Verändere die Symbole auf den Seiten, bis jede Kette an beiden Enden das gleiche Symbol zeigt. Oh Gott. Also dieses Quadrat hier geht hier lang und dann da. Quadrat? Kann das sein, dass das so geht? Naja, Dreieck geht hier lang. Und dann da? Nein, das war falsch. Okay, das Dreieck. So, man kann nämlich nur die hellen verändern. Okay, dann machen wir mal den Kreis hier. Verfolgen die... Gott.
Gott, das ist echt verwirrend. Geht das hier hoch? Und dann darüber? Ich stelle das mal so ein hier. Dann der Stern geht so auf jeden Fall. So. So. Und dann so hoch. Stern. Und das müsste dann ja eigentlich dahin gehen. Da gucken wir mal hier. Ja. Das ist natürlich doof jetzt. Dann mache ich mal eben hier Sechseck. Das ist falsch. Okay, dann war das hier wohl wahrscheinlich der Kreis und das hier das Sechseck. Nö, falsch. Shit. Okay. Wo geht das hin? Geht das gleich hier? Nein, das geht nicht hier hin. Ist das hier das Dreieck? Geht das hier rüber? Und dann vielleicht da lang. Dann mache ich mal hier das Dreieck draus. Und den Kreis, der geht vielleicht hier lang. Gott sei Dank. Gott sei Dank geschafft. Und hier ist auch die Engelsstatue. That must be the idol I'm looking for. Ja, da sieht man es hier schon. Hier gehört wohl der Anhänger hin. Dann haben wir jetzt My dear sweethearts, I know you must be angry and embittered. But I had no other choice than to give you away. I'm in grave danger. And by default, you are too. I've been wicked and now must pay the price for my choices, but you should not have to. If I don't know where you are, neither will the evil that chases me. Please, forgive me. I did it because I love you. Your mom. P.S. Wear the charms I made for you. They repel evil spirits and their dark magic. Is it a moonstone? So schließt sich also der Kreis. Die Hexe, die den Bären gerettet hat und die sagte, dass wir ihr so bekannt vorkommen, ist unsere Mutter. Und jetzt hat das Böse die Lilly bekommen. Das ist natürlich gar nicht gut. Oh, I'm so glad you found them. Now we can all go and stand against that foul creature. Unfortunately, the protective magic of those charms is bound to me and Lilly exclusively. I'm afraid I must go alone. Ja, da müssen wir uns wohl jetzt gegen dieses Monster wappnen. Dann machen wir das. Ich glaube, wahrscheinlich bekommen wir so genau diese Ranken weg und gehen jetzt zur Kirche. Oha, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Da müssen wir erstmal schauen. Hier können wir was nehmen. Und das ist schmutzig, aber wohl ein Spiegel. Das heißt, wir müssen das irgendwie putzen. Ein Phönix-Emblem haben wir und naja, wir brauchen 4. Gut, dann schauen wir uns hier mal noch ein bisschen weiter um. Hier ist ein Grab. Das ist natürlich nicht ganz so schön. Hier ist ein weiterer Phönix. Ein Naturgeist mit einem Schirmchen, wie süß. Das Grab sieht einsam und vergessen aus. Wir haben jetzt keine Zeit, es zuzuschaufeln. Das Grab sieht... Ach so, einsam und vergessen aus, ja. Dann... Where is he taking her? Na, wenn er sie in der Kirche, zu einer Kirche zerrt, dann hat er wohl nichts Gutes im Sinne, ehrlich gesagt. Ich habe keine Ahnung, was der da machen will. Wir haben jetzt schon 3 Phönix-Embleme zum Baum können. Ach, da ist doch immer wieder ein Mann, oder? Das ist doch... Wir haben ganz vergessen, nach Trugbildern zu schauen. Oder ich habe ganz vergessen, nach Trugbildern zu sehen. War da nicht gerade irgendwas hier? Ich finde jetzt hier gerade auf Anhieb kein Trugbild, deshalb
Ach, das... Das Rad dreht sich, nähere dich der Klappe. Oh Gott, hier können wir auf jeden Fall wimmeln, das ist auch gut. Und wir haben jetzt hier einen Kelch bekommen und hier einen Naturgeist. Einen neuen. Dann wimmeln wir mal hier. Das sieht aber nicht so schön aus. Ja, wir brauchen ein Phönix-Emblem. Hier. Eine Spiegelscherbe, drei Schnecken. Eins, zwei, drei. Einen Halbmond. Ja, das Wimmeln werde ich jetzt noch machen und dann auch die Folge hier beenden wieder. Einen Baumpilz. Hatte ich gerade gesehen oder habe ich mir das nur eingebildet? Jetzt brauchen wir noch einen Hammer. Hier ist nämlich ein Vollmond und den zerschlagen wir einfach. Dann haben wir einen Halbmond oder wie? Mit einem Stein. Okay. Ja, da haben wir jetzt einen Halbmond. Eine Made. Das ist eklig. Eine Hand. Da fehlen Finger. Hier ist der andere. Dann haben wir jetzt hier eine Hand. Eine, hier ist ein Baumpilz, genau. Eine Kröte. Boah, wo ist hier eine Kröte? Kröte, Band, Ohr, Feder, Schlange. Schlange müssen wir noch, da fehlt, da fehlt hier noch so einiges. Der Schlangenkopf wohl auch noch. Der ist hier. Schlange, ekelhaft, das sieht richtig gruselig aus hier. Hier ist ein Ohr. Kröte ist hier. Boah, die war echt gut getarnt. Dann Band und Feder. Feder ist hier. Ist das ein Band? Nein, das ist kein Band. Ja, wo ist hier ein Band? Hier, ein schwarzes Band, genau. Das hätten wir geschafft. Wir haben das vierte Phönix-Emblem gefunden. Ich werde die Folge allerdings jetzt hier beenden mit dem schönen, gruseligen Trugbild hier. Ja, ich werde mal zurückgehen, dann ist das Gewitter nicht mehr so laut. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn euch meine Videos gefallen, dann lasst doch einen Kommentar, einen Daumen oder ein Abo da. Das würde mich riesig freuen. Und wir sehen uns in einem nächsten Video. Tschüss!